Heute geht's weiter mit der Vorführung von Rika. So, ich muss zwei Sachen vorlesen. Ich habe mir das schon geöffnet. Oh, hat er darauf geantwortet? Die eine Sache ist, ich freue mich ja, wenn wir Kommentare bekommen und auch konstruktive Kritik. Und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Das habe ich schon so gemacht, aber ich werde es gerne nochmal thematisieren. Ein netter Nutzer, ich werde jetzt seinen Namen nicht groß nennen. Er hat uns jetzt nicht groß beleidigt oder angegriffen, aber man kann es hinleiten, wie man möchte. Das Ganze, es geht um Folge 3 von Gran Turismo, heißt liebevoll wie eine strenge Mama. Kannst du erstmal das Gute sagen? Da werde ich kritisiert. Und zwar, das ganze Video ist recht leise und eure Stimmen noch leiser. Habe ich hoffentlich mittlerweile korrigiert. Bitte DMS, korrigiere mich, falls ich falsch liege. Und warum lässt Jens die Rika 10-mal probieren, bis er mal den ersten Tipp gibt. Also in diesen Sachen, wo du nur 10 Sekunden davon Zeit hast, aber okay. Das heißt, es war höchstens eine Minute. Und dann noch zu spät. Dann noch zu spät, um es umsetzen zu können. Hier hättest du früher bremsen können. Ja, das hat sie ja dann auch gemerkt. Glaub's mir? Nein. Sag ihr doch. Du musst mich jetzt nicht mitbeleidigen. Ich muss dich ja vorführen. Aha. Sag ihr doch vor dem 50-Meter-Schild da vorne kurz vor 50 Meter musste bremsen. Hab ich auch getan. Ich erinnere mich. So muss sie sich, obwohl ziemlich talentfrei, das war dann ein Seitenhieb zu dir, ja, auch noch mit Jens unterhalten. Ja, wir können auch schweigend hier sitzen. Das ist sinnvoll in einem Stream und im Video. Oder geht's darum, und deswegen kommt das, sie fortzuführen und keinen Fortschritt zu haben. Ja, es geht darum, meine Frau ins Lächerliche zu ziehen. Das ist die Hauptaufgabe dieses Channels. Aber, um auch Positives zu nennen, ich habe eine kleine konstruktive Kritik für dich von einem User bekommen. Das klingt jetzt nicht konstruktive Kritik, ist nie positiv. Hör zu, zum letzten Video. Enge Kurven, immer von außen anfahren, nennt sich Außen-Innen-Außen-Prinzip. Gerade bei Frontantrieblern oder Fronttrieblern wichtig, weil die zu untersteuern neigen. Beim Bremsen nicht lenken. Das Gewicht verlagert sich beim Bremsen nach vorne. Wenn man da noch lenkt, verliert man die Bodenhaftung. Diesen Tipp wollte ich noch mitgeben. Das Problem ist nur, ich weiß nicht beim Auto, was ich dann habe, ob das Vorder... Das steht dann dabei. Das Problem ist, du merkst es ja, wenn du halt mit dem Arsch wegrutscht, hast du... Vorderradantipp, ja. Naja, untersteuern ist doch eigentlich... Ja, ich kann es auch nicht so ganz andeuten. Aber das Wichtigste, was wir noch machen müssen, ist, bevor wir Auto fahren, müssen wir checken, ob Rika überhaupt bereit ist zum Autofahren. Ob sie fähig dazu ist. Das hast du jetzt nicht gekauft. Und deswegen darf sie jetzt ganz akkurat mal blasen. Warum hast du das? Mach! Ich hab da keine Luft! Was soll denn das? Ich hab keine Luft in den Lungen! Wie ihr seht, sie ist berechtigt zu fahren. Was steht denn da? Null. Null, 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 null. Das würde mich jetzt auch wundern, wobei ich hab den Sinopretsaft genommen, da ist Alkohol drin. Ja, aber nicht so merklich. Auf jeden Fall, sie darf offiziell sich ans Steuer setzen. Wieso hast du das? Jetzt alle zufrieden. Das kam heute. Ich fand das lustig. Wie teuer war denn der Scheiß? Ich sag's gleich, die Idee kam nicht von mir, die ist geklaut. Und zwar von Florentin Will und Fabian Käufer von den Rocket Beans. Die haben das nämlich auch gemacht. Das fand ich sehr lustig und deswegen wollte ich das auch mal machen. Das Ding war nicht teuer. Okay. Ist das überhaupt... Ja gut, ich habe jetzt kein Alkohol hier. Ich kann nicht testen, ob das wirklich funktioniert. Du müsstest das ja mal ein Gegending machen. Ja, dumm, dass in diesem Haus überhaupt kein Alkohol existiert. Doch, Rotwein zum Kochen. Sich so zähle ich nicht mal als Alkohol. Und hat dieser Husten, nee, der Husten. Ich habe ein bisschen bewusst gerade im Hintergrund die Musik aus. Ach ja, und noch eine kleine Besonderheit. Heute, ich kann nicht drücken. Heute seht ihr Rikas Puls beim Fahren. Oha, aber ja, Sicherheit geht immer vor. Ja, auf jeden Fall. Aber habt ihr mal gemerkt, wie schlecht meine Lunge ist? Bitte? Das ja, war nicht geschaut, Spieler. Gebt also, nochmal her. Ich mach das jetzt mal nochmal mit,
mit vorher Luft holen, das ist nicht lang. Du siehst das, das macht jetzt Warm-up und danach, wenn das ist, dann steht da Blow und da sollst du dann 10 Sekunden blasen. Ja, und das passt auf. Also das ist jetzt nicht gestellt. Du sollst ja nicht mit voller, sondern langsam, also entspannt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es ist nichts mehr da. Das tut höllisch weh. Wie man, ich hoffe, ihr habt es im Mikro gehört, wie sie so lange so... Jetzt! Asthma! Es tut höllisch weh. Also ist, die Test, der offizielle Test in der Lungenfunktion tut mehr weh, aber nichts mehr. Ich kann da nicht mal 10 Sekunden aus Luftballon aufblasen. Funktioniert nicht mehr. Können wir hier mal testen? Funktioniert nicht. Kommt nichts. Ja. Also, dass mein Gesicht knallrot ist und mein Puls auf 170 steckt, passiert da ja nicht. Ich kann ja nachher mal einen holen. So. So, aber jetzt fangen wir mal mit dem eigenen... Um mich weiter vorzuführen übrigens. Ja, um sie weiter vorzuführen. Zeigen wir jetzt auch, wie schlecht ihre Lungen sind. Nein, es ist ja eigentlich... Wahrscheinlich war das nett gemeint mir gegenüber. Ich weiß nicht. Es war... Ich habe ja auch... Ich habe ja auch immer den Gedankengang mal, dass es halt schon sein kann, dass das vorführend wirkt, was es ja aber gar nicht gezielt ist, sondern... Aber dafür haben wir doch einen Text in unserer Videobeschreibung. Ja, ja. Genau, so, wir EMS sind... EMS hat mir übrigens nicht... Rika. Das war ein Scherz. Also, Rika hat offiziell bei B noch 2 in Silber. Ja, ich weiß. Aber wir fangen jetzt mit A an. Danke. Und da darf sie jetzt einen Tsubuku, nee, den Tsubuku Circuit fahren. Und das ist was? Ein Honda? Ein Mitsubishi? Ich komme jetzt nicht drauf. Wir sind noch groß. Ja, mache ich. Ja, das ist jetzt, das ist wichtig. Apropos. Ich habe, um einen kleinen Funfact, ich hatte vor kurzem noch mal Too Fast, Too Furious geguckt. Das weiß ich doch. Ja. Aber 2, 8 halb 2. Ja, ja, deswegen habe ich Too Fast, Too Furious gesagt. Brian O'Connor, Paul Walker, ja, fährt in Teil 2 ja einen Mitsubishi Evo. Der auch wo kommt? In Finnland an der Wand von James May. Scheiße, der ist das. Ja, nur eine ältere Variante. Fuck it. So, ich mach uns mal klein. Ja, warte, ich mach die Kamera an. Hä? Rika, das bringt dir überhaupt nichts. Oh, einmal gucken. Nein. Einmal gucken. So, A1 steht für Ideallinienanfänger 1. Hier lernen Sie die Grundlagen zur Außen, Innen, Außen. Was wir eben im Kommentar hatten. Ich weiß ja eigentlich. Ganz ehrlich. Du hast es ja alles schon einmal gemacht. Nee, warte. Ich möchte das mal wirklich betonen. Draußen in der freien Wildbahn fahre ich deutlich besser. Bitte? Ich habe Rennen gefahren, da hat es noch keinen Führerschein. Ich habe Rennen gefahren, da gab es noch keine Rennen. So alt bin ich da nun auch nicht. Aber das war nicht gelogen. Ich hatte ein Leben vor dir. Das war auf der Piste. Ich hätte Rennfahrerin werden sollen. Ich hatte auch ein schönes ein Leben vor dir. Nein, sprich ruhig die Wahrheit. Es ist okay, es weiß jeder. So. Es ist okay. Ich weiß nicht, was ich eigentlich tun muss. Eine Kurve fahren. Und im besten Falle Gas geben dabei. DMS, sag mir mal bitte, ob der Ton okay ist. Falls du gerade aufmerksam zuguckst. Jetzt wieder Gas geben. Silber schon mal. Ja, aber Gold will ich. Ja, ich hab dir 2 Silber zugelassen. Ein Subaru fährst du. Mit dem ist das. Nein, das sehe ich gerade an der Seite. Jetzt wieder Gas geben. Oh, warte, ich muss das 50 Meter später machen. Oh, Gold geschafft. Ja! Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Und jetzt sehen wir gleich die nächste Folge. Halt die Schnuss! Rika, ich wollte die Cola übrigens noch für den Abend über... Ich habe mir noch extra Saft geholt, mein Schatz. Ich kann nicht die Cola nur über den Abend. Die Cola ist da, um gedruckt zu werden.
Kurve in einer Außen-Innen-Außenlinie. 17,7. Ja, du sollst außen reinfahren, dann ja, innen bleiben und dann wieder nach außen raus. Das ist dasselbe, was ich gerade gemacht habe. Und dass die Kurve jetzt eckig ist. Willst du Fahrhilfen übrigens ein Aus haben? Noch nicht. Es war jetzt nur ein Test, nicht wahr, dass das ganz schlecht war. Ja, ja. Das sagt er dir auch. Okay, sie auf der Strecke stabil unterwegs. Ich wollte ihn zu Ende lesen. Nein. Ich fahre übrigens auf Kuschelsocken, falls es irgendwie interessiert. Macht Schumi auch. Kuschelsocken. Stimmt, die haben eigentlich Kuschel. Jetzt schon zu langsam. Ja, krass. Ja. Was war das eben noch? Du bist zurück? Sie zieht sowieso gleich die Schuhe aus. Wieso? Ich habe Kuschelsocken an. Ich kann keine Schuhe ausziehen. Bin ich barfuß? Das sieht aus wie so komische Hausschuhe. Das nennt sich Hüttensocken, mein Schatz. Das schmeiß habe ich jetzt nicht raus. Nee, weil du noch halb auf der Strecke warst. Ja, ich weiß, wo mein Fehler ist. Fährst aber auch. Der Fehler ist, dass du ein Volkswagen ja, Scirocco fährst. Das ist auch. Ich fahr mal kurz gegenüber. Das war übrigens ein Untersteuer. Ja. Du kannst den Knopf selber drücken auch. Entschuldigung, muss ich nur noch X? Ja. Also, ganz ohne Bremsen funktioniert es dann doch nicht. Na, Bronze schaffst du, aber 17,7 scheint mir noch. Noch in weiter Ferne, ja. Ja, scheint noch weg zu sein. Was ist das mit dem, wie hart ich unterbreche? Naja, eigentlich voll in die Eisen, oder? Nee, weil da bin ich viel zu langsam in der Kurve. Das ist es ja. Ich hab. Danke. Das Auto hat gerade ein Problem selber gemacht. Wo ich einmal richtig hart, da war ich viel zu lang. Da war ich halt dieses. War 20 Sekunden oder keine Ahnung was. Ich muss schon noch ein bisschen Speed drauf haben. Versuch einfach die Zeit zu erreichen. Oh, aber guck mal, da nicht so weit. Versuch einfach die Zeit zu erreichen. Ich sag ja, ich bin zu hart runtergegangen. Nee, glaube ich nicht, du hast zu spät Gas gegeben. Jetzt fliege ich raus, ja. Das nennt man untersteuern. Doch dumm kommentieren. Hey, untersteuern. Ja. Ja. Ich darf nicht bremsen. Doch, nicht so hart. Jetzt müsstest du schon wieder mehr Gas haben. Ja, aber wenn ich jetzt zu hart Gas habe, siehst du, dann fliege ich von hier raus. Jetzt bin ich wieder zu langsam. Viel zu langsam. Ja, ja, eben. Hast du gemerkt? Ich hab selber gedrückt. Mhm. Dann werde ich jetzt den Controller zur Seite legen und nichts mehr tun. Das stimmt. Aber dann kann ich auch irgendwas anderes machen nebenbei. Nein, irgendjemand muss ja kommentieren, wenn du dich versuchst zu konzentrieren. Nur zur Info, es gibt auch immer diese Videos, wie man es optimal macht. Ich weiß.
weiß ja wo, mittlerweile, wo mein Fehler ist. Du bist zu langsam. Ich bin hier an dieser Stelle viel zu schwierig. Meine Vermutung ist ja, dass du die Kurve falsch hast. Ich mach das gerade auf der Linie. Ja, ich mach sie dir gerne aus. Weil an sich habe ich das Gefühl, dann erreiche ich nie die Zeit, die du wolltest. Ich glaube, du musst immer so ein Stück daneben fahren und nicht da komplett drauf. Ich glaube, du bist zu spät wieder am Gas. Ich kann es jetzt auch gerade nicht so ganz sagen. Aber ich drücke ja mehr schon voll durch. Der kommt dann nicht auf Touren, aber es liegt auch im Auto. Wie ich das jetzt mal ganz kritisch sagen kann. Natürlich, wie gesagt, ich bin hier zu sagen, wenn ich aber zu schnell bin, dann fliege ich aus der Kurve. Können wir hier irgendwann noch DMS-Auto fahren? Jetzt weiß ich ja, was für eins du hast. Was fährt er denn? Ein T-Roc. Das habe ich verdrängt, die Info. Ich hätte eher Nazi-Karre gesagt, aber okay. Nee, sind ja dann theoretisch BMW dann ja auch eine. Ja. Aber Volkswagen offiziell. Ja. Das Problem ist, man kann ja immer sagen, zu damals kann man ja seine Gesinnung ändern. Das ist ja alles okay. Hätten die nicht diese Scheiße gebaut? Mit den Affen? Ja, mit den Affen, mit seinen eigenen Kunden verarschen. Ne, das ist halt so. Hätten sie das nicht getan, kann man sagen, okay, waren damals andere Zeiten, ne, heutzutage. Aber weil wir in China produzieren, weil wir keine Einnahmen mehr haben. Nein, weißt du den vermutlich wahren Grund dahinter? Das ist genau derselbe Grund, warum meine Firma. Weil in Deutschland Produktion zu teuer ist. Nein, das hat damit nichts zu tun. Die EG Metall will 7% mehr lohnen. Ja, das weiß ich, ja, und ja. Deswegen machen die das. Weil das weiß ich. So. Genauso wie meine Firma damals, als gerade die Lohnerhöhung war, gesagt hat, ach, wir müssen jetzt plötzlich Rika. Rika, das Hans doch, aber genau das, was ich gesagt habe, die Produktion in Deutschland ist zu teuer. Die wollen günstiger produzieren, um ihren Gewinn zu maximieren. Kapitalismus. Profit. Was hat der Business, 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 Profit. Chef hört diese Sache. Ja, Rika, aber jetzt ist mal langsam gut mit diesem. Ja, jetzt tut mein Auge zu, wir lassen jetzt Silber zu. Du keinen eigenen Ehrgeiz mehr. Doch, aber ich das sieht doch gut aus. Ja, das wird trotzdem nur 18. Ja, weil du wieder gebremst hast. Ich oder vom Gas gegangen bist. Ich doch, du bist vom Gas. Du bist vom Gas gegangen. Trau dich mal. Pass auf, ich gehe jetzt gleich nicht vom Gas und ich schwöre dir bei Gott. Ja, dann fliegst du halt raus, aber dann hast du die Erfahrung gesammelt, dass das nicht der Weg ist. Es kann aber sein, dass das der Weg wird. Ja, das ist sowieso verkackt. Ja, jetzt habe ich mich fair bremst. Nein, das ist einfach nur dumm. Das ist geil. Ich bin der Meinung, die Leute reden sich was ein, dass Mandalorian gut ist. Einfach nur, weil alle anderen Star Wars Sachen nach der
alten Trilogien kacke war. Mandalorian ist jetzt auch nicht gut erzählt oder sonst irgendwas. Ist halt die Schnüsse. Euch ist es nur, ja, da ist ein Baby-Yoda drin, oh, der ist so knuffig. Du bist so blöd. Das ist der einzige Inhalt davon. Das ist überhaupt nicht. Die einzelnen Folgen waren nicht so interessant. Nee. Nicht alle, aber die meisten. Krieg, das war nicht. Also, da ist The Bad Batch eine zusammenhängendere Geschichte, nee, als Bad Mandalorian. Batch ist auch teilweise nicht gut erzählt, sorry. Bad Batch hat nur keinen süßen kleinen, oh, knuffigen kleinen Yoda drin. Bad Batch ist manchmal echt langweilig. Weil es halt eine andere Thematik beinhaltet. Aber das heißt nicht, dass es langweilig ist. Das ist ja auch nur meine Meinung, kann ja jeder denken, was er will dazu. Die Aktie nicht mehr los, ja? The Bad Batch ist von der Erzählung her zusammenhängender. Mandalorian war so ein bisschen. Das Verhalten war mega unlogisch manchmal und auch die Erzählungen der Figuren. Also in was für Geschichten er da reingetrottelt ist, dafür, dass er. Ja, keine Ahnung. Es hat nicht gepasst. Aber ich bin ja auch kein Fan von der Obi-Wan-Serie, die fand ich auch total scheiße. Ahsoka war auch so, ja. Da hatte ich mir mehr erhofft von den Figuren aus Rebels, aber es hieß halt Ahsoka und nicht Rebels Reborn. Ich mochte halt die Star Wars Clone Wars Serie. Die war anfänglich auch strange, auch mit ihrer Erzählung, aber die ist halt in den letzten zwei Staffeln richtig gut geworden. Vor allem die finale Staffel, die ja dann von Disney noch nachgeschoben wurde. Und ich mochte Rebels, auch wenn das fängt an wie so eine Serie für Kinder. Und im Endeffekt ist es eigentlich eine echt gute Jedi-Star Wars-Geschichte. Warum magst du so Clone? Welchen normalen Teil von Star Wars magst du denn am liebsten? Dann kann ich dir auch genau sagen, warum du Clone Wars magst. Oh Gott. Und das genau das, warum, das ist dann derselbe Grund, warum ich weder Clone Wars noch deinen Lieblingsteil mag. Ich mag Episode 2. Das war keiner. Es ist Sand. Ich mag Sand nicht. Der ist rau. Leider dadurch bin ich rausgekommen, wegen diesem bescheuerten. Da bin ich nicht drüber fertig. Hey, du bist doch dieser junge, pubertierende Padawan. Hey, wir stecken dich mit der Ollen, auf die du die ganze Zeit abfährst, ganz alleine auf den Planeten. Da viel Spaß damit. Niemals. Pass auf sie auf. Als Jugendlicher, der sich nicht kontrollieren kann. Das haben sie später erst gemacht. Ach, ihr Zwillinge. Rika, das haben sie später erst gemacht, als sie verheiratet waren. Ja. Nein. Jetzt muss ich was sagen. Ich mag Rogue One. Ja. Ich mag die. Das ist ja das Zweitschlimmste. Ich bin kein großer Star Wars-Fan. Also, ich kenne das alles. Ich habe die ja auch am Stück nochmal geguckt, alle. Und ich kann den Hype darum verstehen, aber ich bin niemand, der auf diesen Hype mit eingegangen ist. Ich sag nicht, oh geil, ich brauche jetzt ein Laserschwert, was ich hier so... Oder, oh, Darth Vader ist für mich der coolste Bösewicht. Ich glaube, dafür bin ich dann doch zu jung, weil für mich ist Darth Vader, ich sehe da halt diese Plastikrüstung und der Typ ist halt einfach nur schwarz und läuft. Der ist in meinen Augen nicht cool. Es gibt coolere Darstellungen von Bösewichtern. Allein in Die Hüter des Lichts finde ich die Figur Pitch super. Was? Sorry, ich habe dir beim Ende nicht mehr zugehört. Aber was mit Pitch? Welchen Pitch findest du super? Pitch aus die Hüter des Lichts? Der Bösewicht ist doch super. Ja, der Bösewicht ist super. Ich habe erst über diesen dämlichen Film habe ich aufgehört zu hören. Ja, ich mag Rogue Nation, weil Rogue Nation war Mission Impossible. Rogue One, auch wenn der Film die erste Hälfte des Films ist dumm. Weil dann ja so ein bisschen. Also irgendwie haben die keine Zusammenhänge. Für mich ist, glaube ich, im Star Wars-Universum das ganz große Problem. Das ist ein Universum, wie man so sagt. Aber es findet alles auf quasi ein und denselben Planeten statt und die Planeten besitzen teilweise gefühlt auch nur eine Stadt. Wie sieht es eigentlich mit meinem Puls aus? Du bist bei 82. Ja. Tabletten.
Ich überlege gerade, worüber ich reden könnte, um deinen Puls nach oben zu treiben. Ja, reg weiter über diesen tollen Film. Nö, ich kann ja irgendwas anderes. Hey, dann hast du weißt du noch, kannst du dir noch gut vorstellen, wie so eine kleine, haarige Spinne dir langsam über den Arm läuft und dann... Ich muss die beiden Spinnen noch töten. Nein, sie will sie liebevoll in den Schlaf streicheln. Nein. Mit einem Kissen. Da gebe ich auch... Töten tun wir hier. Spinnen stehen an Platz 3. Als erstes töte ich Schlangen, dann töte ich Ratten und danach töte ich Spinnen. Nein, also auf jeden Fall... Mein Problem ist halt immer mit den Star-Wars-Geschichten, dass sie halt gefühlt immer nur in einer Welt stattfinden. Und können wir darauf zurückkommen? Ja, ich sag ja nicht, dass ich die nicht mehr, aber... Ja, wie die anderen, ne? Was hältst du denn davon, wenn du dir einfach mal das Video anguckst? Ja, ich weiß ja, wo man findet, und trotzdem kriegst du nicht hin. Ja, dann gucken wir uns das Video an. Aber ich weiß immer noch, dass ich da an der einen Stelle zu lahm bin. Das muss mir... Guck jetzt. 140. Bremst er denn? Achten Sie darauf, ausreichend zu bremsen, um den Scheitelpunkt der ersten Kurve zu treffen. Ja, ich will den. Du bremst jetzt. Auf was denn runter? Guck mal, und dann kretscht der slidet quasi rein. Ab hier fahren Sie eine Außen-Innen-Außenlinie durch die zweite Kurve. Ist dann bei 80, okay. Treffen Sie auch den Scheitelpunkt der zweiten Kurve. Das heißt, wenn du über den Bumper gefahren bist, war das schon ganz okay. Ja. Du hast nur gefühlt irgendwie immer noch nicht getraut, dich dir Gas zu geben. Bis auf 80, okay. Okay, die Technik mit dem langen Bremsen und reinsliden in die Kurve ignorierst du. Willst du die Geschwindigkeit treffen? Der hat nicht lange gebremst. Doch, hat der. Nein, hat hier immer noch Gas gegeben. Der hat erst hier gebremst, war dann bei 80. Du bist jetzt schon, kannst es in die Tonne treten. Dann hier rüber, was jetzt, ne, und dann hier rüber und wenn man Glück hat, funktioniert's. Der hat Sauspiel, der war hier hinten noch bei 160 oder so. Jetzt hast du genau in der Fläche gebremst, wo du das Spiel auch sagt, bremst. Hier jetzt, genau. Weiter und Gas geben. Ja, aber jetzt bin ich hier schon, war er schon bei 100 und ich immer noch nicht. Weil du dich nicht getraut hast, Gas zu geben. Ich hatte den... Ich habe keinen Bremsfuß gehabt. Nichts. Gar nichts. Aber den Gasfuß durchgedreht? Ja! Oder? Ich höre nur Ausreden. Hi, Stammtischphilosoph. Wie geht's dir? Lang nicht mehr gesehen und gehört. Ja, aber ich sag doch, ich weiß, wo mein Fehler ist. Ich habe das doch gar nicht bestritten. Ja, habe ich gesehen, aber noch keine 17 wieder. Ja. Ja, Mama. Das ist halt wie sein Spinat nicht aufessen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich denke immer, da ist noch Strecke, weil es grau ist. Wenn du über die Linie bist, bist du blind. Stell dir vor, es gibt Angebote im Rossmann. Nee. Hilft dir das? Nee. Stell dir vor, wenn du vernünftig fährst, nee, jedes Mal, wenn du dich verbremst, stirbt ein Panda. Willst du mich verarschen? Wie willst du meinen Puls treiben? Willst du mich jetzt zum Weinen bringen oder was? Da geht der nächste Panda. Nimmer. Wie gesagt, 460 Euro kannst du ja mal spenden entgegen. Ich kann dir wieder Tour schenken. Wieder ein Panda wie die Stammtisch. Es ist doch unfassbar, Leute. Wollt ihr wirklich, dass ich weine? Das geht heute ganz easy. Panda. Wir können auch machen, wie schnell Holzi sie bei Trailer von Hachiko. Dann können wir mal in Sekunden, ob ich einen Rekord aufstelle oder so. Ich überlege gerade die ganze Zeit, welchen Bösewicht ich richtig gut finde. Grundsatzproblem in meinem Leben. Kann ich bestätigen. So. Also, wenn ich das quasi nach 10 Jahren mal... Fahrt ihr richtig mit Pedale und so? Ja. Nika fährt mit Lenk... Oh, doch, du müsstest es sehen. Da ist nur gerade ihre Anzeige drüber. Ja, Rika lenkt und mit Pedale. Nur nicht mit Gangschaltung. Das ist automatisch. Wo ist denn jetzt mein Bruder? Der ist direkt unter deinem Ausschnitt.
passiert. Und Rika macht nämlich bei Gran Turismo, haben wir mal beschlossen, irgendwann die Fahrschule. Alter. Das haben wir schon mit Gran Turismo Sport gemacht, das war auch sehr lustig. Da haben wir es sogar in Stream Clips Germany geschafft. Ja, das Gold war aber auch legendär. Guck mal, du bist doch jetzt schon nicht mehr auf der Linie. Doch, jetzt war ich gerade noch auf Rika, der Linie. Weil du sie gestreift hast. Wieder da. Das war jetzt die Strafe. Das Spiel wollte jetzt sagen, fick dich und Scheißdreck kannst. Fehlt einfach das Gefühl für die Pedale. Nee, das sind die Wuschelsocken. Ich fahr doch nicht mit Schuhen anders als mit Socken. Wer weiß. Aber Stammtisch, wie geht's dir? Alles soweit passend? Joa, ach, boah. Das freut doch. Also nicht. Er hat gerade gesagt, ihm geht's scheiße, er steht kurz vor dem Suizid. Ich weiß nicht, was der Suizid ist, aber okay. Suizid. Finde ich, nee, Sephiroth finde ich auch kein Bösewicht, wo ich mir denke, das ist ein Bösewicht. Der ist mir nämlich japanisch ein bisschen zu überspitzt. Ne, weil man muss einen Bösewicht ja nachvollziehen können. Schlechten Menschen geht's immer gut, das stimmt. Finde ich Liquid Snake als Bösewicht. Ja, schon eher, aber da bin ich auch eher so jemand, der nicht nachvollziehen kann, warum. Also der ist, ich kann es mir denken, aber es ist jetzt nicht so, wo du denkst, der hat einen Punkt. Du warst ja aber für den Film Bösewicht. Ich bin bei mehreren Bösewichten, ich denke gerade drüber nach. Richtig gute Bösewichte gibt es ja selten, die meisten sind ja eher so Waste-Typen. Ja, das ist halt so. Also wenn der Bösewicht einfach nur böse ist, indem man darstellt, dass er Katzen tötet, ohne dass es einen Grund dafür gibt, dann ist es kein guter Bösewicht, das ist einfach nur dumm geschrieben. Ach, Waste ist auch lustig. Der T-1000 ist gut, aber nur weil der keine Agenda hat. Der hat halt seine einprogrammierte Aufgabe. Thanos ist für mich auch kein guter Bösewicht. Wanda kann ich nachvollziehen. Aber eher in den Comics, nicht in dem Film. Gut, aber mit den Comics hat es sich nur länger aufgearbeitet. Ja, aber Wanda tut mir einfach nur leid. Ja gut, dir tun beide leid. Film-Wanda und die Comic-Wanda. Ja. Wusstet ihr, dass Terminator und Matrix von denselben Personen geschrieben sind? Die Drehbuchautoren? Das nicht von Wacholski? Nee, die haben ja definitiv geschrieben. Ich glaube aber, Matrix haben auch die Wacholski-Brüder die Bücher geschrieben. Kann natürlich sein, dass die Wacholski damals auch schon Terminator für James Cameron gemacht haben. Das sind jetzt Schwestern. Damals waren es Brüder, dann waren es Geschwister. Und wenn du auf der sicheren Seite bist, sagst du einfach immer Geschwister. Wusstet ihr, da ergeben die Roboter in Matrix auch einen ganz anderen Bösewicht. Ja, das sowieso. Ich finde auch, wenn man Animatrix geguckt hat, versteht man, warum die Roboter die Menschen hassen. Es gibt da zwei Folgen, die zeigen, wie sich das damals mit den Robotern entwickelt hat mit den Androiden oder der KI. Die ist super. Möchtest du eine nächste Herausforderung? I will end what
my father begin. I will surpass him. I will destroy him. Liquid Snake. Liquid Snake. Mein Liebling. Warum weiß ich das? Weil ich das sehr oft zitiere. 18 Uhr kommt es damit einfach verlassen. Ich hab besser verdammt nicht. Welchen Bösewicht finde ich denn noch? Was? Gut? Ich hatte mal 17. Neumann ist doch ja. Hab ich doch gesagt. Das hab ich nie mitgekriegt. Das war dein zweiter oder dritter Versuch. Und da hätte ich es lassen sollen. Nein, weil Gold. Guck mal, du hast so viele Kilometer gefahren, dass du 46 Kilometer voll hast. Tja. Nenn du mal einen guten Bösewicht. Scar. Tut mir leid. Und damit siege ich fast immer. Nee, tust du nicht. Was ist an Scar? Wenn du jetzt die Vorgeschichte, die ja eigentlich offiziell so noch gar nicht existiert, außer in diesem einen Kinderbuch, was... Wie kannst du ihn nachvollziehen? Wie kannst du sagen, das ist ein Bösewicht, der ist halt böse, aber der hat eine gute Agenda. Also man weiß, warum er handelt, wie er handelt. Er ist damals nur geschrieben worden, um böse zu sein. Es gab keinen Grund. Man nee, hat der nicht war immer eifersüchtig auf dem Vater, das ist auf dem Film wird dann eindeutig. Eifersucht ist aber kein guter Grund. Naja doch, das ist einer der Hauptgründe, warum getötet wird. Das ist mit der Hauptgrund Nummer 1. Neben unter allem anderen ist Eifersucht der Tötung. V wie Vendetta? Ja, das ist halt, das ist der zweite, aber der Hauptgrund, warum Menschen töten, ist Eifersucht. Habt ihr? Hitler war eifersüchtig auf die Juden. Nein, war er nicht. Der ist einfach nur, der hat seinen beigebrachten Judenhass fortgesetzt. War er eifersüchtig? Nee, nicht weil er eifersüchtig war. Er hat sich, das, was die haben. Das ist das Ding er hat sich beleidigt gefühlt. Ja. Aber nicht mal das ist so das Haupt. Das ist, Rika, zu der damaligen Zeit. Kurven fahren, vermute ich mal. Okay. Rest in peace, Headphone User. Das war. Also, warte, ich muss noch vorlesen. Also, wenn Disney dann vielleicht die Hyäne. Geschwisterrivalität. Ja. Gar kein Gas? Ich muss erstmal gucken. Darf ich erstmal? Ich bin gerade, hab Gas gegeben, bin aus der Kurve geflogen. Da ich jetzt mit erstmal mal die Strecke. Ich glaube, du fährst ein Fiat, ne? Das hat ja gar nichts. Der ist sehr Fiat, schwammig. Fiat 500, glaube ich. Sehr, sehr schwammig. Ja, ich bin gerade mit dem Lenkrad gegen das Ding geknallt. Ich mach das schon nicht. Du kannst es weglegen. Ja, ist doch gut. Auch so Bösewichte, die nur die Verkörperung von wegen nach dem Motto, sie sind halt böse, weil sie die Alter. Darstellung des Bösen sind. Ne? Also die, wie nennt man das, die Personifizierung etwas von etwas. Wie der Tod aus Terry Pratchett ist ja auch ne? eine Verkörperlichung einer Naturgesetz. Ich hatte mal den Begriff. Vor wenig lange Zeit immer so ein bisschen Schiss hatte. Tatsächlich war... Sag jetzt bitte nicht, K. Nein, ja, okay. Das auch, aber... das ist, wenn ich Gas gebe. Warte, bevor wir darüber weiterreden. Ja. Handlanger sind auch oft bessere Bösewichte. Ja. Wie heißt der? Bei, die bei Königreich für ein Lama? Weiß ich nicht. Da kenne ich keine Namen. Heißt der nicht Gronkh? Okay, ich wollte die nächste Folge ankündigen. Ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Gran Turismo und Jens Gedankengänge darüber, wer wirklich ein guter Böse ist. Bis denne.